In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man eine Immobilie in Mauritius kauft. Ob es ein kleines Haus direkt am Strand ist, eine herrschaftliche Villa in einem der vielen Luxusresorts, eine edle Behausung direkt an einem der schönsten Golfplätze des Indischen Ozeans. Mauritius hat all das zu bieten. Auch Apartments gibt es in allen Größen und Preisklassen zu kaufen oder zu mieten, darunter Penthouses über ein oder zwei Ebenen mit großzügigen Dachterrassen. Ich lebe seit 2015 in Mauritius und kenne die Insel inzwischen recht gut. Ich habe an mehreren Orten gewohnt, im zentralen Hochland, auch direkt an der Küste, im ländlichen Bereich oder im städtischen Bereich. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, hier länger zu leben. Ich kann Ihnen versichern, es ist ein guter Platz zum Leben. Und ich genieße Mauritius in vollen Zügen. Das kann ich ganz klar sagen. Heimweh nach Deutschland? Nicht wirklich. Gerade bei dem, was da jetzt abgeht, Anfang 2022, bin ich doch ganz froh, ganz weit weg zu sein. Ich bin fest überzeugt, in den nächsten Jahren wird das Leben in Mauritius angenehmer, kalkulierbarer, sicherer und kostengünstiger sein als in Deutschland. Mauritius liegt im Bogen der aufstrebenden Wirtschaften und Regionen, angefangen von Südostasien über Indien und den Mittleren Osten bis nach Afrika. Hier wird die Wirtschaft stärker wachsen oder weniger lange in Schwierigkeiten sein wie im Rest der Welt. Geschäftlich ist es sowieso sehr sinnvoll, hier zu sein. Es ist sehr attraktiv in Mauritius für Unternehmer. Angefangen von den niedrigen Steuern, über die geringe Regulierung und die vielen Freiheiten, die wir hier tatsächlich haben, bis hin zu den zahlreichen Rechtsformen, die es in Mitteleuropa gar nicht gibt. Doch dazu in einem anderen Video mehr. Ich zeige Ihnen nun die 5 Schritte zum Kauf einer Immobilie. Erstens, identifizieren Sie die ideale Immobilie. Welche Eigenschaften muss sie haben? Zweitens, recherchieren Sie und erstellen Sie anschließend eine Auswahlliste. Drittens, führen Sie Besichtigungen vor Ort durch und treffen Sie dann Ihre Entscheidung. Viertens, jetzt kommt es zum Notartermin, wo der Kauf protokolliert wird. Sie bezahlen den Kaufpreis und entrichten die entsprechenden Gebühren. Fünftens, falls das für Sie relevant ist, beantragen Sie Ihre Aufenthaltsgenehmigung, die mit dem Kauf der Immobilie verbunden ist. Und wenn Sie eine Immobilie nach Baufortschritt kaufen, dann erfolgen schrittweise die weiteren Bezahlungen. Schritt Nummer 1. Identifizieren Sie die ideale Immobilie. Hier gibt es viele verschiedene Dinge zu berücksichtigen, auf die wir jetzt nacheinander eingehen. Wichtig ist, das Ziel ist Ihr Ausgangspunkt. Stellen Sie sich folgende Schlüsselfragen. Was wollen Sie mit dem Immobilienkauf erreichen und welche Immobilie benötigen Sie dazu? Welche Ziele können das sein? Da ist zunächst mal die dauerhafte Aufenthaltsbescheinigung, das Permanent Residence Permit, was mit dem Kauf einer Immobilie verbunden ist, wenn sie teuer genug ist. Dazu später mehr. Wichtige Beweggründe für Investoren sind Rendite und Wertzuwachs bzw. Werterhalt. Für die Selbstnutzer kommt hinzu, dass sie entweder komplett auswandern wollen oder zumindest den Winter über im Südsommer verbringen, in der Sonne, oder auch einen Plan B zu haben, falls die Sachen in Europa gründlich schieflaufen. Sie müssen also genau wissen, was Sie wollen. Wenn das noch nicht klar ist, sollten Sie zunächst eine Erkundungsreise durchführen, die örtlichen Gegebenheiten kennenlernen und eventuell erst einmal für ein Jahr mieten und sich dann während dieser Zeit in Ruhe nach einer Kaufimmobilie umsehen. Als nächstes Kriterium haben wir natürlich die Preisklasse oder das Budget.
Wie teuer darf die Immobilie sein? Was können, was wollen Sie sich leisten? Dabei ganz wichtig, wenn Sie eine Permanent Residence Permit brauchen, dann muss der Kaufpreis mindestens 375.000 US-Dollar betragen. Die Art der Immobilie. Ist es eine Wohnimmobilie oder eine Gewerbeimmobilie? Als nächstes haben wir die Nutzung. Wollen Sie die Immobilie vermieten oder selbst nutzen oder vielleicht beides? Also selbst nutzen in einer relativ kurzen Zeit des Jahres und die ungenutzte Zeit, die Immobilie in die Vermietung zu geben. Auch das ist möglich. Jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, die Region und die Makrolage. Also der Standort. Da ist es relevant, die Nähe zum Strand, zu Einkaufsmöglichkeiten, zu Schulen, zu der nächsten Klinik oder auch dort, wo viele Ausländer sich niedergelassen haben. Öffentliche Verkehrsmittel können auch von Bedeutung sein. Dann das Kriterium städtisch oder ländlich. Da ist zu sagen, es gibt zwei städtische Regionen. Das eine ist die große Region von Port Louis, der Hauptstadt. Dann entlang der Städte Beaubassin, Rosehill, Quatreborn, Phoenix und Curepipe im Landesinneren. Und dann noch diese kleinere Agglomeration oben im Norden in der Region von Grand Bay. Dann die Frage, wollen Sie lieber zentral leben oder peripher? Wollen Sie lieber da sein, wo viel los ist? Oder dort, wo eben nicht so viel los ist und Sie Abstand zum Trubel haben? Dabei müssen Sie allerdings auch berücksichtigen, die Entfernungen innerhalb von Mauritius. Wenn Sie zum Beispiel die Natur und die Berge lieben und der große Nationalpark im Südwesten von Interesse ist, dann sollten Sie nicht unbedingt oben im Nordosten wohnen. Das ist dann einfach zu weit. Auch die Exklusivität einer Gegend ist ein wichtiges Kriterium, gerade auch im Hinblick auf die zukünftige Wertentwicklung. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Klima. So klein die Insel ist, so unterschiedliche Klimazonen hat sie, überraschenderweise. Ganz wichtig, die vorherrschende Windrichtung ist ganzjährig Osten. Das sind die Passatwinde, die aus Nordosten bis Südosten wehen. Nur ganz selten kommt es mal zu Westwindlagen. Das führt dazu, dass die Ostseite generell feuchter ist als die Nord- und die Westseite. Wobei auch die Westseite nicht wirklich trocken ist, sie ist nur etwas weniger feucht als die Ostseite. Es gibt überraschenderweise große Temperaturunterschiede. Die Westküste ist sehr heiß. Während des Sommers von Dezember bis April sind die Tageshöchsttemperaturen in der Regel zwischen 32 und 35 Grad. Ab und zu kommt auch mal ein Tag mit 36 Grad zustande. Die übrigen Küsten sind so 1-2 Grad kühler. Wo es aber dann deutlich kühler ist, ist das zentrale Plateau im Hochland. Das sind so Höhen zwischen 400 und 600, teilweise bis zu 800 Metern. Die Temperaturen liegen da sowohl tagsüber als auch nachts durchgehend 4-5 Grad kühler als an den Küsten. In den Küstengebieten brauchen Sie von Oktober bis Mai eine Klimaanlage, unbedingt, sonst wird es einfach zu heiß. Im Hochland hingegen brauchen Sie die nur für 4 Monate, so von Dezember bis März. Und von Juli bis August kann es auch mal einige kühle Wochen geben, wo man gegebenenfalls sogar über eine Heizung dankbar ist. Als nächstes haben wir das Mieterprofil. Wenn Sie Ihre Immobilie vermieten wollen, wollen Sie das langfristig tun oder mehrere Kurzfristvermietungen hintereinander? Bei der Langfristvermietung haben Sie einen Mieter, der ist permanent drin. Das heißt, Sie können dann Ihre Immobilie nicht selbst benutzen. Und die Kurzfristmiete ist die andere Alternative, wobei das häufig von den Resorts organisiert wird. Als nächstes haben wir das Thema Ausstattung. Möbliert oder unmöbliert? Auf dem Vermietungsmarkt gibt es sehr viel mehr möblierte als unmöblierte Wohnungen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Die unmöblierten Wohnungen sind weniger gefragt und werden hauptsächlich von Einheimischen bewohnt. Einige Expatriates, also Ausländer, die hier leben, ziehen zwar mit ihren gesamten Möbeln herüber, aber das ist doch eher selten. Auf der anderen Seite ziehen möblierte Wohnungen mehr Ausländer an,
da dadurch die Nachteile und Kosten für die Mitnahme ihrer Möbel aus ihrem Herkunftsland entfallen. Und viele wollen ja einfach ganz bewusst neu anfangen. Dann brauchen die Mieter im Prinzip nur mit ihren persönlichen Sachen zu kommen und das ist ganz angenehm. Ein wichtiges Thema ist das Management. Wenn Sie nur einen Teil des Jahres über hier sind, den größeren Teil dann in Europa oder sonst wo auf der Welt, dann erhebt sich die Frage, wer kümmert sich denn um die Vermietung, Instandhaltung und Sicherheit? Da gibt es Property Management Services professioneller Art, die das anbieten. Da gibt es die Standardelemente vom Mietinkasso, Mietbetreuung über die ganze Wartung und so weiter. Und einige optionale Extras, die ich hier aufgeführt habe. Das Thema Sicherheit ist auch nicht unwichtig. Also wer besonders sicher leben will, beziehungsweise seine Immobilie besonders geschützt haben will, der sollte dann in eine Gated Community gehen oder ein Resort, wo all diese Funktionen mit inkludiert sind in der monatlichen Umlage. Und auch die Baustabilität ist wichtig. Also Häuser sollten hier massiv gebaut sein, aus Beton oder aus Stein. Je schwerer, desto besser. Denn Mauritius ist ja ein Gebiet, wo es zwischen Mitte November und Mitte Mai zu Zyklonen kommen kann. Das sind die heftigen Wirbelstürme, die im Indischen Ozean so genannt werden. In Amerika sind es die Hurricanes und in Asien sind es die Taifune. Und dann der Fertigstellungszeitpunkt. Wenn Sie Off-Plan kaufen, also eine Projektplanung haben, wo die Wohnung oder das Haus erst in 1 oder 2 Jahren fertiggestellt sein wird, dann müssen Sie eben so lange warten. Wenn Sie hingegen im Zweitmarkt kaufen, eine Gebrauchtimmobilie, dann können Sie sie sofort beziehen. Jetzt kommen wir erneut zum Thema Standort und zwar an die Anforderungen an die Mikrolage. Und da sind folgende Punkte wichtig. Erstens Lärmquellen. Das können Partys sein, vor allem am Wochenende. Also die Nähe zu einem öffentlichen Strand oder großen Hotels oder Diskotheken ist da natürlich nachteilhaft. Dann leider ein riesiges Thema, Hunde. Es gibt, wer weiß, wie viele Hunde und die bellen viel, vor allem auch nachts. Das heißt, Abstand zu solchen Lärmquellen bzw. gute Schallisolierung der Fenster ist da durchaus günstig. Auch Moscheen sind eine Lärmquelle, und zwar immer einmal nachts, so zwischen 4 und 5 Uhr, wenn der einzige Gebetsruf nachts stattfindet. Sie können aber beruhigt sein, der geht nur über maximal 3 Minuten. Bitte auch berücksichtigen die mögliche Einflugschneise zum Flughafen. Dann die Frage, ist eine Umgehungsstraße vielleicht geplant? Wie sieht es mit den Nachbarn aus? Oder was hat es mit dem Ausblick auf sich, der in vielen Immobilienexposés besonders hervorgehoben wird? Also, wenn der Meeresblick nur von einem Stuhl in der hintersten Balkonecke zum Tragen kommt, dann ist das weniger gut, als wenn Sie aus dem Wohnzimmerfenster direkt aufs Meer schauen. Die Exposition nach Osten ist auch wichtig. Wenn Sie da die Fenster aufmachen, kriegen Sie eine natürliche Ventilation durch die Ostwinde, weil das ja die vorherrschende Windrichtung ist. Und dann noch ganz wichtig, liegt das Haus eventuell innerhalb eines Überflutungsbereiches? Auf die Zyklone habe ich ja schon hingewiesen. Es gibt aber auch sonstige Starkregen. Was in Deutschland in einem halben Jahr als Regen runterkommt, geht hier schon mal innerhalb eines halben Tages nieder. Das sind also Regenfälle in Dimensionen, in einer Heftigkeit, die kennen wir von Deutschland nicht. Auf diesem Bild sehen Sie die Straße vor meinem Haus, wie sie nach einem Regenfall zu einem kleinen Fluss geworden ist. Solche Überflutungsbereiche sollten Sie auf jeden Fall meiden. Hier noch einmal der erste Schritt zusammengefasst. Dies alles gehört dazu, wenn Sie Ihre ideale Immobilie beschreiben und identifizieren wollen. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Erstellen Sie eine Auswahlliste. Normalerweise fangen Sie an, im Internet zu recherchieren und stellen dann eine Longlist zusammen. Und hier gebe ich eine ganz klare Empfehlung. Arbeiten Sie von Anfang an mit einem Makler zusammen. Versuchen Sie nicht selbst auf die Suche zu gehen. Die guten Objekte kriegen Sie nicht, noch nicht mal über lokale Kontakte. Warum sollte man mit einem Makler zusammenarbeiten? Welche Vorteile ergibt das?
Zum einen bekommen Sie die notwendige Sicherheit bei der ganzen Abwicklung. Sie machen das ja zum ersten Mal in einem fremden Land, in einer fremden Sprache. Da brauchen Sie Profis, die Sie da an die Hand nehmen und Ihnen zusichern, dass da nichts schiefläuft. Viele meinen, wenn ich jetzt direkt zum Projektentwickler gehe, dann spare ich mir die Maklergebühr. Aber das ist ein Trugschluss. Denn wenn Sie eine Immobilie von einem Projektentwickler über einen Makler kaufen, dann ist dessen Maklergebühr in den Endkosten bereits enthalten. Also egal, ob Sie vom Projektentwickler direkt kaufen oder über Makler, die Kosten sind die gleichen. Ein guter Makler hat auch Expertise und langjährige Erfahrung bei den Standorten und er weiß auch vor allem, welche Bauträger gut sind und welche Anbieter man besser meiden sollte. Das ist ein ganz extrem wichtiger Punkt. Wann sollte man nur mit einem Makler zusammenarbeiten, statt mit mehreren? Einmal, wenn der Makler gut arbeitet oder Sie eine Empfehlung bekommen haben und er eine große Auswahl von Objekten bietet. Dann ist es besser, nur mit diesem einen zusammenzuarbeiten. Vor allem dann, wenn Sie für Besichtigungen nur wenig Zeit haben, also der Aufenthalt in Mauritius relativ kurz ist. Wenn Sie dann mit mehreren Maklern und noch mehr Objekten jonglieren wollen, kann ich Ihnen gleich sagen, das funktioniert nicht. Nachdem Sie dann Ihre Longlist zusammengestellt haben, fordern Sie die Exposés vom Makler an, von den Objekten, die Sie näher interessieren. Die sichten Sie und bewerten Sie und treffen anschließend eine Vorauswahl. Und diese Shortlist kommunizieren Sie dann mit dem Makler, sodass dieser dann die Besichtigungen, die jetzt im nächsten Schritt kommen, gut vorbereiten kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Immobilienvermittlung oft ein sehr schnelles Geschäft ist. Also, die guten Objekte sind schnell weg. Bei den Objekten, die vom Plan verkauft werden, die stehen zwar längerfristig zur Verfügung, weil oft 10 oder 20 oder 30 Einheiten gebaut werden, aber die besten Geschosse, vor allem die Penthouses, und die guten Mikrolagen, die sind natürlich als erstes weg. Beim Verkauf von Gebrauchtimmobilien gilt allgemein, ein gutes Angebot ist nur kurz auf dem Markt und ist dann schnell wieder weg. Und dasselbe gilt natürlich auch im Bereich der Vermietung. Wenn Sie Ihren Aufenthalt so planen, dass Sie eine Immobilie kaufen wollen, dann sollten Sie, das ist mein persönlicher Tipp, mindestens 2 Wochen einplanen. Davon die erste Woche mit Besichtigungen und dann die zweite Woche mit Vertragsverhandlungen, Dokumentprüfungen und Klärungen von Fragen. Als nächstes kommt es dann zum Notartermin. In Mauritius kann der Käufer den Notar, der den Verkauf vorbereitet, frei wählen. Außer in bestimmten Fällen, das ist ähnlich wie in Deutschland, wenn man zum Beispiel direkt vom Bauträger kauft, dann hat dieser normalerweise schon einen bestimmten Notar festgelegt. Der Notar ist unparteiisch, wie in Deutschland, und er kümmert sich um die ganzen vorbereitenden Formalitäten und dann auch um die Unterzeichnung der endgültigen Dokumente. Er prüft insbesondere, ob die Immobilie frei ist von Hypotheken und Belastungen. Und schließlich ist er dafür verantwortlich, die Kaufurkunde innerhalb weniger Tage nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags bei der Registrierungsbehörde zu registrieren. Und anschließend bekommt der Käufer dann eine ordnungsgemäß registrierte Kopie. In dem Notartermin kommt es zur Unterzeichnung, zur Protokollierung und zu der Bezahlung des Kaufpreises. Bei WEFA, das ist die schrittweise Bezahlung des Kaufpreises nach Baufortschritt, ist zumindest die Anzahlung fällig. An Gebühren fallen insgesamt etwa 8% an. Zunächst mal die Registrierungsgebühren. Das ist das Pendant zur deutschen Grunderwerbsteuer. Die beträgt bei den PDS-Immobilien 5% und bei den älteren IRS- und RES-Objekten entweder 5% oder 70.000 US-Dollar pauschal, je nachdem welcher der beiden Werte niedriger ist. Die Notargebühren liegen ungefähr bei 1% plus Mehrwertsteuer und die Maklergebühr bei 2% plus Mehrwertsteuer. Ja, und der fünfte und letzte Schritt bedeutet, Sie beantragen Ihre Aufenthaltsgenehmigung, falls es nicht der Makler oder der Notar schon gemacht hat. Und wenn Sie eine Immobilie in einem zukünftigen Fertigstellungsstadium kaufen, das ist das, was man hier in Mauritius als WEFA bezeichnet,
abgekürzt für Vente en l'état futur d'achèvement, dann zahlen Sie den Kaufpreis nach Baufortschritt. Also 25% bei Unterzeichnung der Kaufurkunde, 10%, wenn die Fundamente fertiggestellt sind, weitere 35% nach Fertigstellung des Rohbaus, noch einmal 25%, wenn der Innenausbau fertig ist und die letzten 5% dann bei Übergabe. Eine wichtige Frage ist, wenn Sie eine Immobilie nach WEFA kaufen und eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen wollen und die ersten Raten diese Mindestsumme von $375.000 noch nicht erreicht haben, dann kann trotzdem die Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Vorausgesetzt, der vereinbarte gesamte Kaufpreis liegt darüber. Sie sehen also, der Prozess, eine Immobilie in Mauritius zu erwerben, ist einfach, geradlinig und alles andere als kompliziert. Ich möchte Sie einladen. Kommen Sie nach Mauritius und schauen sich die Insel selbst an. Schauen Sie sich die verschiedenen Immobilien an und überlegen sich, ist das etwas für Sie? Ich kann nur aus Überzeugung wiederholen, es lohnt sich. Kommen Sie hierher und verschaffen Sie sich Ihr eigenes Bild. Wir sehen uns.